Diese After-School-Präsentation wurde von Academy of Ideas geschrieben und erzählt und anschließend ins Deutsche übersetzt. Den Link zum englischen Original findet ihr in der Videobeschreibung. Die Massen haben nie nach Wahrheit gedürstet. Sie wenden sich von den Beweisen ab, die nicht nach ihrem Geschmack sind, und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn der Irrtum sie verführt hat. Wer sie mit Illusion versorgen kann, ist leicht ihr Lehrmeister. Wer versucht, ihre Illusion zu zerstören, ist immer ihr Opfer. Dem Psychologen Carl Jung zufolge liegt die größte Bedrohung der Zivilisation nicht in den Naturgewalten oder in einer körperlichen Krankheit, sondern in unserer Unfähigkeit, mit den Kräften unserer eigenen Psyche umzugehen. Wir sind unsere eigenen schlimmsten Feinde, während das lateinische Sprichwort besagt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Im Wandel der Zivilisation stellt Jung fest, dass dieses Sprichwort eine traurige, aber ewige Binsenweisheit ist und dass unsere wolfsähnlichen Tendenzen am deutlichsten in jenen Zeiten der Geschichte zum Tragen kommen, in denen psychische Krankheiten eher die Norm als die Ausnahme in einer Gesellschaft werden. Eine Situation, die Jung als psychische Epidemie bezeichnete. In der Tat wird es immer offensichtlicher, schreibt er, dass nicht Hungersnöte, nicht Erdbeben, nicht Mikroben, nicht Krebs, sondern der Mensch selbst die größte Gefahr für den Mensch darstellt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es keinen angemessenen Schutz gegen psychische Epidemien gibt, die unendlich viel verheerender sind als die schlimmsten Naturkatastrophen. In diesem Video werden wir uns mit der gefährlichsten aller psychischen Epidemien befassen, der Massenpsychose. Eine Massenpsychose ist eine Epidemie des Wahnsinns, die auftritt, wenn ein großer Teil der Gesellschaft den Bezug zur Realität verliert und in Wahnvorstellungen versinkt. Ein solches Phänomen ist keine bloße Fiktion. Zwei Beispiele für Massenpsychosen sind die amerikanischen und europäischen Hexenjagden des 16. und 17. Jahrhunderts und das Aufkommen des Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Bei den Hexenjagden wurden Tausende von Menschen, meist Frauen, getötet, nicht weil sie ein Verbrechen begangen hatten, sondern weil sie zu Sündenböcken einer verrückt gewordenen Gesellschaft wurden. In einigen Schweizer Dörfern, so schrieb Francis Hill, waren kaum noch Frauen am Leben, nachdem der Wahnsinn schließlich verflogen war. Wenn eine Massenpsychose auftritt, sind die Folgen verheerend. Jung untersuchte dieses Phänomen und schrieb, dass die Individuen, aus denen sich die infizierte Gesellschaft zusammensetzt, moralisch und geistig minderwertig werden. Sie sinken unbewusst auf ein minderwertiges intellektuelles Niveau ab. Sie werden unvernünftiger, unverantwortlicher, emotionaler, unberechenbarer und unzuverlässiger. Und das Schlimmste? Verbrechen, die der Einzelne allein nie durchhalten könnte, werden von der vom Wahnsinn befallenen Gruppe freiwillig begangen. Erschwerend kommt hinzu, dass die an einer Massenpsychose Erkrankten nicht wissen, was vor sich geht. Denn so wie ein Einzelner, der verrückt geworden ist, nicht aus seinem Verstand heraustreten kann, um die Fehler in seinem Verhalten zu erkennen, so gibt es auch keinen archimedischen Punkt, von dem aus die Menschen, die eine Massenpsychose durchleben, ihren kollektiven Wahnsinn beobachten können. Aber was verursacht eine Massenpsychose? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst erforschen, was ein Individuum in den Wahnsinn treibt. Es gibt zwar viele potenzielle Auslöser für Wahnsinn, wie zum Beispiel übermäßiger Drogen- oder Alkoholkonsum, Hirnverletzungen und andere Krankheiten, aber diese psychischen Ursachen sollen hier nicht behandelt werden. Wir befassen uns mit psychologischen oder sogenannten psychogenen Auslösern, da diese die häufigsten Verursacher von Massenpsychosen sind. Die häufigste psychogene Ursache für eine Psychose ist eine Flut negativer Emotionen wie Angst oder Furcht, die eine Person in einen Zustand der Panik versetzt. Wenn ein Mensch in Panik gerät, sucht er auf natürliche Weise nach Erleichterung. Da es geistig und körperlich zu anstrengend ist, in diesem hyperemotionalen Zustand zu verharren, während ein Entkommen aus dem Zustand der Panik durch adaptive Mittel erreicht werden kann, wie zum Beispiel sich der angstauslösenden Bedrohung zu stellen und sie zu besiegen. Eine andere Möglichkeit der Flucht ist ein psychotischer Ausbruch. Ein psychotischer Ausbruch ist kein Abstieg in einen Zustand größerer Unordnung, wie viele glauben, sondern eine Neuordnung der eigenen Erfahrungswelt, die Fakten und Fiktion oder Wahnvorstellungen und Realität auf eine Art und Weise vermischt, die hilft, die Gefühle der Panik zu beenden. Silvano Arietti, einer der führenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Schizophrenie im 20. Jahrhundert, erklärt die einzelnen psychogenen Schritte, die zum Wahnsinn führen.
Zunächst gibt es die Phase der Panik, in der der Patient beginnt, die Dinge anders wahrzunehmen, dadurch verängstigt ist, verwirrt wirkt und nicht weiß, wie er die seltsamen Dinge, die geschehen, erklären soll. Der nächste Schritt ist das, was Arietti die Phase der psychotischen Einsicht nennt, in der es dem Einzelnen gelingt, die Dinge zu ordnen, indem er eine pathologische Sichtweise der Realität entwickelt, die es ihm ermöglicht, seine abnormen Erfahrungen zu erklären. Das Phänomen wird Einsicht genannt, weil der Patient schließlich Sinn und Beziehungen in seinen Erfahrungen sieht. Aber die Einsicht ist psychotisch, weil sie auf Wahnvorstellungen beruht. Nicht auf Anpassung an das Leben, die Förderung von Möglichkeiten, mit den Bedrohungen umzugehen, die die Panik ausgelöst haben. Mit anderen Worten, die Wahnvorstellungen ermöglichen es dem von Panik geplagten Individuum, der Flut negative Emotionen zu entkommen. Allerdings um den Preis, den Kontakt zur Realität zu verlieren. Aus diesem Grund, so Arietti, kann ein psychotischer Ausbruch als eine abnormale Form der Bewältigung eines extremen Angstzustands angesehen werden. Wenn eine panikauslösende Flut negative Emotionen bei einem schwachen und verletzlichen Individuum einen psychotischen Ausbruch auslösen kann, dann kann es zu einer Massenpsychose kommen. Wenn eine Population schwacher und verletzlicher Individuen durch reale oder eingebildete oder erfundene Bedrohungen in einen Zustand der Panik versetzt wird. Aber da Wahnvorstellungen viele Formen annehmen können und Wahnsinn kann sich auf unzählige Arten manifestieren und die spezifische Art und Weise, in der sich eine Massenpsychose entfaltet, hängt vom historischen und kulturellen Kontext der betroffenen Gesellschaft ab. Aber in der modernen Ära ist es die Massenpsychose des Totalitarismus, die die größte Bedrohung zu sein scheint. Totalitarismus, schreibt Arthur Verlui, ist das moderne Phänomen der totalen, zentralisierten Staatsmacht, gepaart mit der Auslöschung der individuellen Menschenrechte. Im totalisierenden Staat gibt es die Machthaber und die objektiveren Massen, die Opfer. In einer totalitären Gesellschaft wird die Bevölkerung in zwei Gruppen geteilt. Die Herrschenden und die Beherrschten. Und beide Gruppen machen eine pathologische Transformation durch. Die Herrschenden werden in einen fast gottähnlichen Status erhoben, was unserer Natur als unvollkommene Wesen, die leicht durch Macht korrumpiert werden können, diametral entgegensteht. Die Massen hingegen werden zu abhängigen Subjekten dieser pathologischen Herrscher und nehmen einen psychologisch regressiven und kindlichen Status ein. Hannah Arendt, eine der herausragenden Wissenschaftlerinnen des 20. Jahrhunderts, nannte diese Form der Herrschaft Totalitarismus, eine versuchte Umwandlung der menschlichen Natur selbst. Aber diese versuchte Umwandlung verwandelt nur gesunde Köpfe in kranke Köpfe. Der holländische Arzt, der die geistigen Auswirkungen des Lebens im Totalitarismus untersuchte, schrieb: Es gibt in der Tat viel Vergleichbares zwischen den seltsamen Reaktionen der Bürger des Totalitarismus und ihrer Kultur als Ganzes. Auf der einen Seite die Reaktionen eines kranken Schizophrenen, auf der anderen Seite der gesellschaftliche Wandel, der sich im Totalitarismus vollzieht. Er beruht auf Wahnvorstellungen und wird von ihnen getragen, denn nur verblendete Männer und Frauen fallen auf den kindlichen Status gehorsamer und unvernünftiger Untertanen zurück und geben die vollständige Kontrolle über ihr Leben an Politiker und Bürokraten ab. Nur eine verblendete, herrschende Klasse wird glauben, dass sie das Wissen, die Weisheit und den Scharfsinn besitzt, um die Gesellschaft vollständig von oben nach unten zu kontrollieren. Und nur wenn man im Bann der Wahnvorstellungen steht, würde man glauben, dass eine Gesellschaft, die sich aus machthungrigen Herrschern auf der einen und einer psychisch zurückgebliebenen Bevölkerung auf der anderen Seite zusammensetzt, zu etwas anderem als Massenelend und sozialen Ruin führen wird. Aber was die Psychose des Totalitarismus auslöst, wie im vorherigen Video der Reihe untersucht wurde, beginnt die Massenpsychose des Totalitarismus in der herrschenden Klasse einer Gesellschaft. Die Individuen, die diese Klasse bilden, seien es Politiker, Bürokraten oder Kapitalisten, sind sehr anfällig für Wahnvorstellungen, die ihre Macht verstärken. Und keine Wahnvorstellung ist für Machthungrige attraktiver als die Vorstellung, dass sie eine Gesellschaft kontrollieren und beherrschen können und sollten. Wenn eine herrschende Elite von einer politischen Ideologie dieser Art besessen wird, sei es Kommunismus, Faschismus oder Technokratie, ist der nächste Schritt, eine Bevölkerung dazu zu bringen, ihre Herrschaft zu akzeptieren, indem sie sie mit der Massenpsychose des Totalitarismus infiziert. Diese Psychose wurde im Laufe der Geschichte schon oft herbeigeführt. Und wie erklärt, ist es einfach eine Frage der Reorganisation und Manipulation der kollektiven Gefühle in der richtigen Weise. Die allgemeine Methode, mit der die Mitglieder einer herrschenden Elite dieses Ziel erreichen können, wird als Mentizid bezeichnet.
wobei die Etymologie dieses Wortes eine Tötung des Verstandes bedeutet. Und Mello erklärt weiter, dass Mentizid ein altes Verbrechen gegen den menschlichen Verstand und Geist ist, das jedoch neu systematisiert wurde. Es ist ein organisiertes System psychologischer Intervention und juristischer Perversion, durch das eine herrschende Klasse ihre eigenen opportunistischen Gedanken in die Köpfe derjenigen einprägen kann, die sie zu benutzen und zu zerstören gedenkt. Die Vorbereitung einer Bevölkerung auf das Verbrechen des Mentalmordes beginnt mit der Aussaat von Angst. Wenn ein Individuum mit negativen Emotionen wie Furcht oder Angst überflutet wird, ist es sehr anfällig für einen Abstieg in die Wahnvorstellungen des Wahnsinns. Bedrohungen, ob real, eingebildet oder fabriziert, können dazu verwendet werden, Angst zu säen. Eine besonders wirksame Technik ist jedoch der Einsatz von Terrorwellen. Bei dieser Technik wird das Säen von Angst mit Phasen der Ruhe abgewechselt. Aber auf jede dieser Perioden der Ruhe folgt die Erzeugung eines noch intensiveren Anfalls von Angst. Und so geht der Prozess immer weiter, oder wie Mello schreibt, jede Terrorwelle entfaltet ihre Wirkung nach einer Atempause leichter als die vorangegangene. Die Moral wird immer niedriger und die psychologische Wirkung jeder neuen Propagandakampagne wird stärker. Sie erreicht eine bereits verweichlichte Öffentlichkeit. Während die Angst die Bevölkerung auf einen Mordanschlag vorbereitet, trägt der Einsatz von Propaganda zur Verbreitung von Fehlinformationen und zur Förderung der Verwirrung über die Quelle der Bedrohung und die Art der Krise dazu bei, sie in den Köpfen der Massen abzubauen. Regierungsbeamte und ihre Lakaien in den Medien können widersprüchliche Berichte, unsinnige Informationen und sogar unverhohlene Lügen verwenden. Denn je mehr sie verwirren, desto weniger wird die Bevölkerung in der Lage sein, diese Krise zu bewältigen und ihre Angst in einer rationalen und anpassungsfähigen Art und Weise zu bringen. Verwirrung mit anderen Worten erhöht die Anfälligkeit für einen Abstieg in die Wahnvorstellungen des Totalitarismus. Oder, wie Mello erklärt, Logik kann mit Logik beantwortet werden, Unlogik hingegen nicht. Sie verwirrt diejenigen, die klar denken. Die große Lüge und der monoton wiederholte Unsinn haben mehr emotionalen Reiz als Logik und Vernunft. Während sie schnell den Fluss von unerwünschten Informationen zensieren, erlauben sie es denjenigen, die an der Macht sind, die Köpfe der Massen leicht anzugreifen. Darüber hinaus bedeutet der Suchtcharakter dieser Technologien, dass sich viele Menschen freiwillig und mit bemerkenswerter Häufigkeit der Propaganda der herrschenden Elite unterwerfen. Die modernen Technologien, erklärt Mello, lehrt den Menschen, die Welt, die er betrachtet, als selbstverständlich hinzunehmen. Er nimmt sich keine Zeit, um sich zurückzuziehen und nachzudenken. Die Technologie lockt ihn an und lässt ihn in ihre Räder und Bewegungen fallen. Keine Ruhe, keine Meditation, kein Nachdenken, kein Gespräch. Die Sinne werden ständig mit Reizen überflutet. Der Mensch lernt nicht mehr, seine Welt zu hinterfragen. Der Bildschirm bietet ihm Antworten. Vorgefertigt. Aber es gibt noch einen weiteren Schritt, den die Möchtegern-Totalitaristen unternehmen können, um die Wahrscheinlichkeit einer totalitären Psychose zu erhöhen, nämlich die Isolierung der Opfer und die Unterbrechung normaler sozialer Interaktionen. Wenn ein Mensch allein ist und keine normalen Interaktionen mit Freunden, Familie und Kollegen hat, ist er aus mehreren Gründen viel anfälliger für Wahnvorstellungen. Erstens verlieren sie den Kontakt mit der korrigierenden Kraft des positiven Beispiels. Denn nicht jeder lässt sich von den Machenschaften der herrschenden Elite täuschen. Und wer die Propaganda durchschaut, kann anderen helfen, sich von dem mentalitätsmörderischen Angriff zu befreien. Wenn jedoch die Isolation erzwungen wird, nimmt die Kraft dieser positiven Beispiele stark ab. Ein weiterer Grund dafür, dass Isolation die Wirksamkeit des Mentizids erhöht, ist, dass wie viele andere Spezies sich auch Menschen leichter auf neue Denk- und Verhaltensmuster konditionieren lassen, wenn sie isoliert sind. Während Mello in Bezug auf die Arbeit des Psychologen Ivan Pavlov zur Verhaltenskonditionierung erklärt, machte Pavlov eine weitere wichtige Entdeckung. Der konditionierte Reflex konnte am einfachsten entwickelt werden in einem ruhigen Labor mit einem Minimum an störenden Reizen. Jeder Tiertrainer weiß das aus eigener Erfahrung.
Isolation beim Patienten und Wiederholung von Reizen sind notwendig, um wilde Tiere zu zähmen. Die Totalitaristen haben diese Regel befolgt. Sie wissen, dass sie ihre politischen Opfer am schnellsten konditionieren können, wenn sie in Isolation gehalten werden. Allein, verwirrt und von Terrorwellen geschüttelt, verfällt eine Bevölkerung, die von einem Mentazid angegriffen wird, in einen hoffnungslosen und verletzlichen Zustand. Der nicht enden wollende Strom der Propaganda verwandelt die einst zum rationalen Denken fähigen Köpfe in Spielwiesen irrationaler Kräfte. Und während um sie herum und in ihrem Inneren das Chaos tobt, sehnen sich die Massen nach einer Rückkehr zu einer geordneten Welt. Die Möchtegern-Totalitaristen können nun den entscheidenden Schritt tun. Sie können einen Ausweg bieten und zur Ordnung in einer Welt zurückkehren, die sich rasch in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen scheint. Doch all dies hat seinen Preis. Die Massen müssen ihre Freiheit aufgeben und die Kontrolle über alle Aspekte des Lebens an die herrschenden Elite abtreten. Sie müssen ihre Fähigkeit aufgeben, selbstständige Individuen zu sein, die für ihr eigenes Leben verantwortlich sind und zu unterwürfigen und gehorsamen Untertanen werden. Mit anderen Worten, die Massen müssen in die Wahnvorstellungen der totalitären Psychose abtauchen. Die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts stellen eine Art kollektive Psychose dar, sei es allmählich oder plötzlich. Vernunft und normaler menschlicher Anstand sind in einem solchen System nicht mehr möglich. Es gibt nur eine durchdringende Atmosphäre des Terrors und eine Projektion des Feindes, der in unserer Mitte zu sein glaubt. So wendet sich die Gesellschaft gegen sich selbst, angestachelt von den herrschenden Autoritäten. Aber die Ordnung einer totalitären Welt ist eine pathologische Ordnung, da sie eine strikte Konformität erzwingt und von den Bürgern blinden Gehorsam verlangt. Der Totalitarismus beraubt die Welt der Spontanität, die viele der Freuden des Lebens hervorbringt und der Kreativität, die die Gesellschaft vorantreibt. Die totale Kontrolle dieser Herrschaftsform, ganz gleich unter welchem Namen sie firmiert, ob sie von Wissenschaftlern und Ärzten, Politikern und Bürokraten oder einem Diktator ausgeübt wird, führt zu Stagnation, Zerstörung und einem Massensterben. Die vielleicht wichtigste Frage, vor der die Welt steht, lautet daher: Wie kann Totalitarismus verhindert werden? Und wenn eine Gesellschaft in das Anfangsstadium dieser Massenpsychose hineingezogen wurde, können die Auswirkungen dann wieder rückgängig gemacht werden? Auch wenn man sich der Prognose eines kollektiven Wahnsinns nie sicher sein kann, so gibt es doch Schritte, die zu einer Heilung beitragen können. Diese Aufgabe erfordert jedoch viele verschiedene Ansätze von vielen verschiedenen Menschen. Denn so wie der verstandszersetzende Angriff vielschichtig ist, so muss auch der Gegenangriff sein. Carl Jung zufolge besteht der erste Schritt für diejenigen unter uns, die dazu beitragen wollen, die Vernunft in eine verrückte Welt zurückzubringen, darin, Ordnung in unseren eigenen Geist zu bringen und so zu leben, dass andere inspiriert werden, ihm zu folgen. Nicht umsonst schreit unsere Zeit nach der Erlöserpersönlichkeit, nach demjenigen, der sich aus der Umklammerung der kollektiven Psychose befreien und zumindest seine eigene Seele retten kann, der ein Leuchtfeuer der Hoffnung für andere entzündet und verkündet, dass es hier wenigstens einen Menschen gibt, dem es gelungen ist, sich aus der fatalen Identität mit der Gruppenpsychose zu befreien. Vorausgesetzt, man lebt so, dass man sich aus dem Griff der Psychose befreien kann, gibt es weitere Schritte, die man unternehmen kann. Informationen, die der Propaganda entgegenwirken, sollten so weit und breit wie möglich verbreitet werden. Denn die Wahrheit ist mächtiger als die Fiktion und die Unwahrheiten, mit denen die Möchtegern-Totalitaristen hausieren gehen. Ihr Erfolg hängt also zum Teil von ihrer Fähigkeit ab, den freien Informationsfluss zu zensieren. Eine weitere Taktik besteht darin, die herrschende Elite mit Humor und Spott zu delegitimieren. Oder, wie Merleau erklärt, wir müssen lernen, die Demagogen und angehende Diktatoren in unserer Mitte mit der Waffe des Spottes zu besiegen. Der Demagoge selbst ist fast unfähig zu jeglichem Humor. Und wenn wir ihn mit Humor behandeln, wird er zusammenbrechen. Eine Taktik, die Václav Havel, ein politischer Dissident unter der sowjetischen kommunistischen Herrschaft und späterer Präsident der Tschechoslowakei, empfahl, ist der Aufbau von sogenannten Parallelstrukturen. Eine Parallelstruktur ist jede Form von Organisation, Unternehmen, Institution, Technologie oder schöpferischer Tätigkeit, die physisch innerhalb einer totalitären Gesellschaft, aber moralisch außerhalb von ihr existiert. In der kommunistischen Tschechoslowakei stellte Havel fest, dass diese Parallelstruktur bei der Bekämpfung des Totalitarismus wirksamer waren als politische Maßnahmen.
Wenn genügend Parallelstrukturen geschaffen werden, entsteht außerdem eine zweite Kultur oder Parallelgesellschaft, eine Enklave der Freiheit und der Vernunft innerhalb einer totalitären Welt bilden und funktionieren. Oder wie Havel in seinem Buch Die Macht der Machtlosen erklärt. Was sind Parallelstrukturen anderes als ein Raum, in dem ein anderes Leben gelebt werden kann, ein Leben, das im Einklang mit seinen eigenen Zielen steht und das sich seinerseits im Einklang mit diesen Zielen strukturiert? Was sind die ersten Versuche der gesellschaftlichen Selbstorganisation? Anders als das Bemühen eines Teils der Gesellschaft, sich von den eigenen Zielen zu befreien, sich von den selbsttragenden Aspekten des Totalitarismus zu befreien und sich damit radikal aus seiner Verstrickung in das totalitäre System zu lösen. Vor allem aber, um einen völligen Abstieg in den Wahnsinn des Totalitarismus zu verhindern, müssen so viele Menschen wie möglich aktiv werden. Denn genauso wie die herrschende Elite nicht passiv herumsitzt, sondern ganz bewusst Schritte unternimmt, um ihre Macht zu vergrößern, muss also eine aktive und konzentrierte Anstrengung unternommen werden, um die Welt wieder in Richtung Freiheit zu bewegen. Dies kann in einer Welt, die dem Wahn des Totalitarismus verfallen ist, eine immense Herausforderung sein. Aber wie Thomas Paine bemerkte, ist die Tyrannei wie die Hölle nicht leicht zu besiegen. Dennoch haben wir diese Konstellation, dass je härter der Konflikt ist, desto glorreicher der Triumph sein wird.